Mit weiteren Werken, die sich ebenfalls hier in unserer Sammlung befinden, zählt die Fondation Bayle zu den größten privaten Mark Rothko-Sammlungen Europas. Hier stehen wir nun gleichsam in der architektonischen Mitte unserer Ausstellung. Da präsentieren wir 5 Gemälde des US-amerikanischen Künstlers Mark Rothko. Mit weiteren Werken, die sich ebenfalls hier in unserer Sammlung befinden, zählt die Fondation Bayle zu den größten privaten Mark Rothko-Sammlungen Europas. Über sehr akademisch geschulte Malerei hin zum Surrealismus führte Mark Rothkos Weg schließlich zur Abstraktion. Seine Gemälde, für die er weltberühmt wurde, jene, die wir hier präsentieren, bestehen aus hauchdünnen Farbschichten. In den 1950er Jahren arbeitete Mark Rothko an großformatigen Werken für eine Kapelle in Houston, Texas. Die Kapelle erhielt daraufhin den Namen Rothko Chapel. In Anlehnung an eben diese Kapelle entstand auch hier der zentrale Raum unserer Ausstellung. Sie lädt somit ein zum Meditieren, zum Verweilen und zum Entschleunigen.